So let's go, I'm sure you can take it. Hallo, hallihallo, ich bin's wieder, eure Marvin. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Yay, heute habe ich mal wieder eins eurer Lieblingsvideos für euch, nämlich eine Back to School Morning Routine. Mich hatten einfach so viele gefragt, ob ich das mal wieder machen kann. Und dann bin ich morgens um 7 aufgestanden und habe für euch gefilmt. Also lasst mir dafür am besten einen dicken Daumen nach oben da. Das fand ich so ganz spaßig. Und ihr seht bestimmt hier den roten Knopf da unten, wo Abonnieren draufsteht. Den könnt ihr gerne mal aktivieren und das Glöckchen gleich noch dazu. Da würde ich mich mega drüber freuen. Aber jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Und es geht los! Mavi, aufstehen! Okay Leute, willkommen in der Realität, bei mir morgens um 7:15. Ich mache immer direkt mein Bett, denn dann brauche ich es nicht mehr zu machen, wenn ich aus der Schule komme. Und es dauert auch nur eine Minute und das Zimmer sieht direkt viel ordentlicher aus. Dann ziehe ich meine Rollladen hoch, damit ich überhaupt wach werde. Oh mein Gott. Ja, der erste Blick in den Spiegel ist meist nie so gut. Im Bad mache ich mir dann direkt immer laute und gute Laune Musik an. Das hilft beim Wachwerden und ist sofort in meiner Brüder. Bei einem Putzen wasche ich mich dann hier mit diesem Reinigungsschaum von Alverde. Ich schlafe übrigens oft nachts mit Boxer Braids, denn dann brauche ich am nächsten Tag die Zöpfe nur noch aufzumachen und dann habe ich schon Locken. Dann schnappe ich mir hier meinen Lockenstab, weil ich später noch meine kurzen Strähnen vorne locken werde. In der Zeit, wo der Lockenstab noch vorheizt, werde ich mich dann anziehen. Okay, nicht zum Anziehen. Wem geht's genauso? Und schwupp bin ich schon angezogen. Ich habe mich heute für das rote Kleid entschieden. Ich will jetzt auch schnell meine Haarspangen holen und dann geht's weiter an die Haare. Ganz viele Back-to-School-Frisuren-Videos findet ihr übrigens auch auf meinem Kanal. Heute nehme ich mir einfach so zwei Strähnen zusammen und klipse die dann hinten fest.
Mit dem Lockenstab kriege ich mir hier vorne noch meine kürzeren Strähnen. Dann bin ich auch schon fertig im Bad und gehe nach unten zum Frühstücken. Erstmal Linda begrüßen, die hat sich mittlerweile auch schon wieder gemütlich gemacht. Und dann warte ich auf mein Frühstück. Yummy! Ich frühstücke morgens gerne warm, wie heute einfach Rührei oder Pancakes, aber manchmal auch Porridge mit so ein paar Beeren. Beeren, also Blaubeeren oder Himbeeren. Danke, Mama! Im Sommer trinke ich einfach Wasser zum Frühstück oder manchmal auch Schokomehl, aber sowas Warmes würde ich im Sommer jetzt nicht trinken. Das Besteck habe ich wie immer gar nicht gebraucht. Frühstück einpacken. Wenn ihr mal ein Video mit meinen Frühstückrezepten haben wollt, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, dann kann ich das sehen. Heute habe ich dann noch ein Schokobrötchen mit. Ich liebe die. Und hier noch etwas Rohkost mit Dip. Okay, Pausenbrot. Check. Und jetzt gehe ich mit meinen Schulranzen holen. Jetzt muss ich noch das Frühstück einpacken. Zum Glück ist mein Ranzen heute nicht ganz so voll, denn manchmal ist da so viel drin, dass ich gar nicht weiß, wohin mit meinem Frühstück. Und ich gehe nie aus dem Haus, ohne mich von Lindy zu verabschieden. Ja, und auch schnell aufs Klöchen. Jetzt gucke ich nochmal, ob mein Handy wirklich in meinem Schulranzen drin ist und auch nochmal, ob ich noch irgendwas Wichtiges geschrieben bekommen habe. Vielleicht mache ich dann auch noch mal einen Snap für meine Insta-Story. Dann mache ich mich auf den Weg zum Bus. Normalerweise holt mich auch noch immer meine Freundin ab, aber die wurde heute zur Schule gefahren. Und ja, Leute, ich bin nicht mitgefahren, weil ich ja heute für euch das Video drehen wollte. Ich dackel dann zur Bushaltestelle und warte auf meinen Schulbus. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da für weitere coole Videos. Könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Tschüss! Und jetzt kommt der Bus. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir unbedingt einen dicken Daumen nach oben da. Und natürlich gibt es noch wie immer das Shoutout of the Day. Yay! Heute grüße ich mal Jasmina Cassis. Sie hat nämlich geschrieben, ich liebe deine Videos sehr und deine Haare sind so schön.
Ich hoffe, dass du mich in deiner in einer deiner Videos mal grüßt. Wäre mein Traum. Love you. Dankeschön für diesen netten Kommentar. Ganz viele Grüße gehen raus an dich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.